Nee, nee, wir haben ganz nicht. Viel mehr. Wir sind. Ach. Keine Ahnung, das ist wahrscheinlich einfach. Einfach so. Was ein komischer Pick ist, ich weiß nicht, warum NRG auf Mirage gegangen ist. Das ist eigentlich kein. Es ist eigentlich die schlechteste Variante. Mousebots ist so stark auf Mirage. Und dann starten sie halt erstmal auf der T-Seite. Das ist eigentlich gut. Das wird jetzt interessant. Mal schauen, was Mousebots hier macht. Marvin muss ja, observen. Das heißt, ich hab die Ratsche. Auf geht's, ab geht's, Mousebots. Letzte Partie des Abends. Ganz ehrlich, muss ich jetzt kurz sagen. Ja. Das heißt, auf geht's, ab geht's, Maus geht's. Ah, gut. Ja. Nicht ja gut. Ja, ich bin halt neutral, so. Weißt du? Ja. So, der direkter B-Go kann gefährlich sein. Oh, das sieht nicht gut aus. Fugly direkt mit 2. Die Bombe ist allerdings gelegt worden. Kleines Teilziel erreicht. Fugly bekommt noch den nächsten. Fugly, dann fällt er gegen Oscar und der holt auch noch einen dritten, bevor er von PTA gestoppt wird. 1-2 für Chris J. Und die Bombe ist auch noch für ihn gelegt. Kann man machen. Muss man nicht, doch, muss er natürlich. Keine Kevlar, Devkit dabei. Und das heißt, du kriegst, er geht vor, der kriegt von Debs das Ding ins Gesicht rein. Was ein Schuss von ihm. Marvin, kannst du bitte Replay einschalten? Ja, weiß nicht, das ist jetzt ein bisschen schwer. Ich kann's dir so zeigen. Ja. Pass auf, der ist aus dem Fenster gesprungen. Ja, und hat direkt und ins der Gesicht war hier bekommen. Oben auf dem, und hat ihm über die Smoke schön ins eine Backpfeife Gesicht. Gegeben. So. Also das Gute ist, wir können jetzt immer aufs Scoreboard gucken. Wir sehen, guck mal, 3-0-1 bei Oscar. Der ist einfach OP, der Typ. Ja. Am Ende reicht es trotzdem nicht für die Runde für Mousebots. Ja, und NRG holt sich Runde Nummer 1. Direkt 4x UMP, eine M4. Und gut, Utility am Start für Mousebots. Geht's über die Mitte. Und das sieht man sehr oft bei ihnen. Einfach diesen schnellen Mitte-Push ohne viel Equipment. Die Flash kam gut reingeflogen. Mousebots muss jetzt erstmal abdrehen und hier nochmal abwarten. Peter steht aber da in der Ecke und ist auch bekannt. Bombe jetzt gedroppt. Und jetzt macht man das Ganze hier komplett zu. Das ist ja wie ein Zugriff vom SWAT-Team. Einfach Mitte dicht. Driver-Connector-Abfahrt. Die Runde ist vorbei. Mousebots kommt nicht durch. Ja, man ist also auf der einen Seite, ich glaube, gut vom Spot auch gearbeitet worden. Habe ich jetzt nicht genau gesehen. Auf jeden Fall hat PTA gut Backup bekommen, dass er da nicht überrannt worden ist. Weil wenn da wirklich 3-4 Leute in den Connector reinlaufen, alle holst du dann nicht mit der UMP. Und Mousebots hat halt aber auch Full Eco gespielt, ohne Kevlar. Hätte man auch wieder B machen können, ist vielleicht dann zu offensichtlich. Und jetzt spielt man halt die erste Waffenrunde und da gibt es direkt mal Contact Go. Ah, Teamkill von Lowell, aber Chris J hat vorher noch seinen wichtigen Frag gemacht. Das kann passieren. Damit muss man klarkommen, aber hier in der Ecke sitzt noch Debs. Vor allem Breezy hier vorne und jetzt ist man mit der Bombe halt am Spot. Man hat keine Ahnung, dass Debs da noch in der Ecke sitzt. Oh, so, und der verrät sich, aber fällt dann gegen Lowell. Breezy hat den Kill hier noch gemacht und in der City Base steht Fugly. Und da ist Dennis' Position natürlich extrem stark. Und er verliert das Duell gegen Breezy, aber es kommt der Refrag rein. Fugly jetzt im 1-on-2. Ja, und der lässt sich da erstmal ein paar Schüsse rauslocken. Das heißt, sie wissen, wo er steht, können die Bombe jetzt legen. Lowell mit einer guten Position, um die Runde hier zu besiegeln. Es ist Robs, der sich ins Duell wagt und Lowell, der dann doch rumzieht. Gemeinsam gearbeitet, gemeinsam die Runde geholt und dementsprechend das 2-1. Ja, NRG noch mit mehr als genug Geld. Da geht's auch direkt auf die AWP für Peter. Und ja, bei Mousebots verzichtet man erstmal. Die Runde war sehr teuer. Das heißt, geldtechnisch wird's hier nicht großartig reichen. Da setzt man lieber auf die Utility. Und in dem Fall auch die richtige Entscheidung, weil man eigentlich bei Mousebots auch ganz gut auf Mirage ohne die AWP spielen kann auf der T-Seite. Ja, das Ding ist, also eigentlich ist eine AWP auf Mirage schon sehr nützlich. Ja. Auf beiden Seiten. Und Oscar fühlt sich auf Mirage eigentlich immer sehr wohl. Aber man hat heute gesehen, dass Oscar die AWP, dass er Probleme hatte auf Cobblestone. Und irgendwann hatte sie einfach ganz weggelassen und dann lief es viel besser für Mousebots. Und das ist für das ist ein gutes Zeichen. Also es gibt ja Teams, die halten immer an der AWP fest, auch wenn sie einen Scheißtag hat. Und wenn Oscar sagt, okay, ich habe einen Scheißtag mit der AWP, spiele ich dann einfach Rifle. Und hat ja auch gut auf Inferno geklopft. Funktioniert dann einfach, genau. So, jetzt auf jeden Fall konzentrieren. Breezy hier unterwegs, Chris J. Oh, der Bitterbrittig. Ja gut, das war sein Tod. Den haben sie 100% gesehen, sonst hätten sie ja nicht mit 2 Leuten reingeschossen. Sogar mit 3. Ja. Also alles rein, was geht.
volle. Guck mal, die brauchen drei Leute, um Chris Gray aus einer Smoke rauszuholen. Krasser Typ, ne? Aber es geht Richtung A-Spot drauf. Sandwich direkt eingenommen, Bombe kann geblendet werden, sogar sehr offensiv, das Ganze Richtung Rampe. Und die können sie jetzt einfach zurückziehen mit zwei Leuten Richtung Rampe, lassen einen Richtung Unterholz stehen, einer oben im Palace, also die Bombe liegt komplett offen. Und der NRG ist am Drücker, die müssen vorgehen und das Ding jetzt hier diffusen und erstmal den Spot einnehmen. Na, ist eine schwierige, eigentlich eine recht solide Retake-Situation. Schwer ist der Afterplan zu verteidigen, also eine Smoke ins Haus kann da schon viel machen, lol. Ah, dann noch geholt worden. Oscar von oben. Jetzt vielleicht kann Rox noch was machen. Lässt sich da ziemlich viel drauf auf das Duell ein, aber kommt noch zurück mit den 18 HP und damit ist der Retake nicht mehr möglich. Solange Robs da oben noch lebt, ist er ein Dorn im Auge beim Diffusen. Am Ende verliert man zwar noch Dennis und Oscar, aber viel wichtiger ist für Mousebots, dass sie die Runde gewonnen haben, dass ihr A-Go funktioniert. Und für Energy ist das kein gutes Zeichen, denn selbst wenn sie in der Überzahl sind, schaffen sie es nicht, den Retake auszuspielen. Und das ist wirklich nicht gut auf Mirage, wo man den A-Spot sehr häufig auf Retake spielt. Da muss man auch zur Verteidigung sagen, es ist halt auch eine Position, wie die Bombe liegt, ist halt nicht die einfachste für den Retake. Für Feuerbox ist es okay, aber da, wo die Position bei Default da vorne in der Kiste lag, ist halt sehr schwer, weil du musst halt offensiv gegen die Rampe gehen und offensiv gegen dieses Haus. Also da nicht die leichte Position. Und ja, eigentlich noch eine gute Idee, nochmal hinterher zu jagen, um die AWP rauszunehmen von Energy. Aber am Ende verliert man halt noch zwei Waffen und Robs überlebt. Und jetzt ist es halt hier erstmal wieder die Eröffnung. Oscar jetzt an der AWP. Und man hat die Eröffnung wieder bekommen mit Robs. Und man contactet hier vor. Man steht komplett auf Retake, nachdem man den ersten Spieler verloren hat. Dev sollte es eigentlich gehört haben. Da hat er so ein bisschen gepennt. Priest macht da diesen Frag. Und das ist es eigentlich hier gewesen. Die AWP kann safen gehen. Peter wird da nicht mehr viel machen können. Und Debs, eigentlich hätte er den Drop hören müssen. Also ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Da hat er zu viel Fokus aufs Haus gehabt. Welchen Drop? Ich glaube, die haben die Bombe auf dem Spot getroppt. Ach so, oder so. Okay. Irgendwas haben sie auf dem Spot getroppt. Das größte Problem ist eigentlich, dass Debs Position halt ein Risiko ist. Ein Gamble ist. Und er vermutet nur, dass am Haus jemand rauskommt. Und selbst wenn er den Frag gegen das Haus macht, muss er sofort sich umdrehen und in den Fight gegen die Spieler, die an der Action dann raus sind. Und er hat halt keinerlei Informationen gesammelt, ob sie überhaupt an der Action rausgelaufen sind. Und er muss es halt schon so spielen, wenn er sich zu dieser Sache entscheidet. Und dann kommt halt niemand übers Haus und sie sind schon sehr weit durch, checken nochmal oben auf dem Holz. Einfach nur solide gespielt von Mousebots und sie bekommen dann auch noch PTA raus, das der gar nichts mehr machen kann. Das sie mollen ihn sogar noch in der Ecke. Ja, Mousebots zwar die Pistolenrunde verloren und auch die Folgerunde, aber seit sie die Waffen in der Hand haben, mit sehr sicheren Runden. Du wolltest bestimmt solide sagen. Nee, mit sehr sicheren Runden. Solide ist ja dein Ding, das lasse ich dir. Danke. Ja, Chris J geht auch hier direkt auf die MAC-10. Der Rest hier ausgestattet mit AK. Oscar bleibt weiterhin an der AWP. Robs geht da so ein bisschen einfach auf Predict. Lowell macht das Ganze jetzt hier mit Chris J zusammen auf. Chris J wird da jetzt überrannt, nimmt aber noch einen mitten in den Tod. Robs sieht jetzt das Tempo an. Debs steht da aber bereit. Da lässt er sich ein bisschen rausfischen. Das heißt, die 3 gegen 3 Situation. Sie kommen halt hier an die Waffen ran. Und für Mousebots geht es jetzt schnell Richtung B drauf. Sie haben einen in der Mitte abgestellt, der das Ganze abfangen kann. Das heißt, zumindest muss man sich hier nicht mehr auf kurz konzentrieren jetzt erstmal. Und das kann jetzt wunderbar gecallt werden, da eigentlich von Oscar, der mit der AWP da in der Mitte bereitsteht. Der zieht sogar ziemlich viel Information auf sich, sieht verzweigt und er kriegt das Brett des Todes hier von Priest reingedrückt. So, da geht aber Dennis direkt vor und Priest macht den zweiten. Also, da wird die Deagle ausgepackt, Lowell jetzt hier mit ganzen 39 HP und mit 2 Flashbangs. Und der Retake ist nochmal möglich für Energy. Sie haben kein Dev-Kit, das heißt, sie müssen jetzt Vollgas rangehen und versuchen, hier durchzuziehen. Lowell muss auf den Frag gehen, er hat den Diffuse gehört, springt runter und das ist die Runde. Aber er hat abgesetzt. Er hat abgesetzt. Ja. Schade. Da hat Mousebots mal Glück bei so einer Situation. Also 4-2, aber du hast es schon gesagt, das war eine bockstarke Runde von Energy, vor allem von Breeze mit den Deagle-Shots.
Und am Ende hat LoL das halt einfach durch die Zeit gewonnen. Ich weiß nicht genau, warum LoL... Also LoL hat halt schon Eier aus Stahl. Er hört den Diffuse und konzentriert sich einfach weiter aufs Fenster. Ist ihm egal, ne? Ja, er gibt halt keinen Fick, ob da jemand an der Bombe dran ist. Und es war irgendwie auch vollkommen richtig. Und wenn am Ende da kein Kill bei herausgesprungen ist. Robs meiner Meinung nach letzte Runde ein bisschen zu unvorsichtig rausgegangen Richtung Rampe. Wurde dafür auch bestraft am Ende. Ist dann die CZ reingerannt. Aber die Runde... Oh, die Runde heißt es jetzt wieder hier gegen Full Equipment bei NRG rangehen. Vier Dev-Kits dabei. Priest hat keine Kevlar. Dafür Utility des Todes. Mal schauen, was er damit machen kann. Ja, M4 ohne Kevlar ist halt semi-optimal. Sagen wir es mal so. Er macht den Supporter da. Ja, er versucht es halt mit einer Smoke auszuspielen. Das könnte den Nachteil des fehlenden Kevlars halt relativieren. Aber ja, das ist nochmal ein Positionswechsel. Smoke liegt noch. Aber wir haben gesehen. Same Punch. Genau, also er hat halt keine Chance, sobald er getroffen wird. Und damit hat Mouseboards einfach die Mitte-Kontrolle bekommen. Dabei noch ein Frag gemacht. Jetzt sind sie Mini-Window drin. Das ist schon sehr viel Map-Control, die sie haben. Chris J. und Robs dann noch am A-Spot aufgeräumt. Und die Bombe rotiert auch über die T-Base wieder zurück, weil man ist übers Haus und über Action gegangen. Da kann keine Überraschung mehr warten. Ja, PTA jetzt hier noch an der Küche. Aber da sind PTA und Lilman schon dabei, ihre Waffen zu saven. Und es ist ja so, dass NRG bisher keine einzige Map, kein einziges Match hier gewonnen hat. Bei den Pro League Finals. Und wenn sie das hier verlieren sollten, bedeutet es also mit 0 Siegen, 5 Niederlagen die Segel streichen. Das ist natürlich nicht schön, aber wenn Mouseboards diesem, also es gibt dann keinen Tiebreaker, aber wenn Mouseboards wirklich nur mal sicher, nee, sie sind sicher weiter, nehmen alles zurück, Mouseboards will das natürlich gewinnen. Dann geht's ja, auch das ein bisschen, ist ja auch ein bisschen um die Ehre. Ja, einfach, ja, nicht nur die Ehre, sondern man will jedes Match gewinnen. Ja, klar. Das ist einfach so. So, und sie gehen jetzt hier auch handen. Ganz klar, Lilman will jetzt noch verteidigen und das macht er ganz gut. Aber in Oscar läuft er dann doch noch rein. Das, was sie letzte jetzt die Runde gespielt haben, war so ein klassischer Mouse-Bot-Go. War jetzt die taktische Pause. Also, dass man wirklich versucht, vielleicht können wir das mal ganz kurz aufzeichnen, weil wir sind ja auf dem Go-TV. Ah, jetzt gibt's halt. Dass man halt hier versucht, die Mitte einzunehmen, hier ein, unten drunter durchschickt. Das macht meistens LOL. Dass man versucht, hier den Connector einzunehmen, einen A-Split auffährt mit einem übers Haus und mit einem hier über die Rampe und Dennis hier versucht, Richtung Data Room reinzubringen. Das heißt, sie können sich vollständig hier auf den Bereich konzentrieren, den Spot einnehmen, kriegen sogar die Möglichkeit, hier Richtung CT zu kommen und lassen Dennis hier einfach in dem Häuschen da versauern. Ja, Dennis' Position zwingt halt auch die B-Spieler, einen Blick Richtung Kurz zu werfen. Mhm. Und das zieht die Blickrichtung von Energy erstmal Richtung B. Und wenn du im richtigen Moment dann halt am Haus rauskommst, das ist der Moment, wo du die Spieler beim Verschieben dann erwischen kannst. Das heißt, dieser Frag gegen den Connector-Spieler und zusätzlich durch die Kontrolle an Kurz und das, was Breezy angesagt hat an der Stelle, war halt zwei Leute Kurz, ist kein Safe-Call, dass es B wird, aber trotzdem orientierst du dich erstmal in die Richtung. So, und jetzt spielt man halt nach dem danach einen schnellen Go, Fugly, von hinten nochmal einen Frag gemacht, wird dann aber von Robs geholt. Schöner Shot von PTA, von der Registrierkasse aus. Es ist nur ein 3 gegen 3. Aber mit dem gleichen Vorteil Mouseboards, würde ich sagen. Auch wenn sie hier weniger Equipment haben. Sie können den Gegner jetzt kommen lassen. Ein Blick Richtung Kurz eher nicht geworfen. Aber Dennis an einer guten Position und LoL hat auch viel Deckung zum Spot hin. Also Dennis kann ihm ansagen, LoL hilft dann aus und die ziehen sich auch zurück. Ja. Die gehen das Ding saven, wollen die Doppel-AWP hier nicht verlieren, weil die können sie sich kein zweites Mal leisten bei Energy. Und Mouseboards auch jetzt nicht ganz so viel Geld, meine ich genau. Deswegen wird man auch hier nicht hinterhergehen. Dennis will die Waffe noch behalten, auf jeden Fall. Ja, und das wird er auch schaffen. Ja. 6:2. Es sieht doch recht locker aus und auch wieder solide gecallt, ja, dass man nach der Eco was Schnelles spielt. Man muss nach dem taktischen Timeout, das taktische Timeout, da muss man immer drauf gefasst sein, wenn man das macht. Es wird so oft gespielt und mein Knochen hat das schon seit Ewigkeiten gepredigt, dass man nach einem Timeout immer was Schnelles machen sollte, weil der Gegner sich, zumindest wenn man vorher immer langsam gespielt hat, und das war ja der Fall beim Mouseboards.
So, Dennis jetzt Richtung Mitte unterwegs. Oh, der kriegt da einen Anschuss. Glücklich für ihn gelaufen am Ende, weil das war der AWP-Anschuss von Peter. Und Dennis versucht da durchzukommen und er bekommt noch mehr. Was der an Schaden frisst, und er fällt nicht. Also braucht er 3 Spiele, um ihn irgendwie Platz zu bekommen bald. Und Chris J. bekommt die Öffnung Richtung Rampe. Jetzt fällt Dennis, nachdem Peter ihn das zweite Mal getroffen. Chris J., der ist durch Richtung CT. Ganz frech, einfach durch die Smokes. Es juckt ihn gar nicht. Priest sollte auch bekannt sein. Okay, da gab es einen Flash, ja. Und PTA und Lil Man, die können da noch ein paar Hits setzen. Robs wird sich jetzt erstmal nicht zeigen. Das heißt, es liegt an Lowell. Erstmal gegen 3. Den ersten gemacht, aber von der Seite. Und Robs geht sogar raus. Schöne Idee, aber Breeze macht den Kill. Der hat auch einen Diffuse-Kit. Die Runde geht an Energy. Und diesmal konnte Mousebots das nicht aufhalten. Ist ganz okay für Energy an der Stelle, dass sie den Retake jetzt endlich mal reinbringen konnten. War aber sehr teuer und sie müssen halt runterkaufen und ihr Loser-Bonus ist futsch. Ja, also... Die haben halt nichts auf der Bank. Ja, was Mousebots jetzt halt machen sollte, weil Energy darauf noch nicht ganz so gut klargekommen ist, jetzt erstmal wieder auf Mitte-Kontrolle spielen. Ja. Und wenn sie über ihre Mitte-Kontrolle das Spiel aufgebaut haben, dann sahen die Runden auch ein bisschen sicherer aus. Machen sie jetzt nicht, vielleicht auch nur verzögert. Sieht so aus, als würde sich eher der Gameplan... Oh, Sky ist da so aggressiv vorne, ja, mit der AWP. Boah, der verschießt da. Mit dem haben sie jetzt erstmal hier nicht gerechnet. Der versucht nochmal nachzugehen. Ja, das, er wird halt immer so eingesetzt, dass er mit aggressiven Aktionen Entries setzt. Also sehr eine Dosenöffner-AWP. So, aber da ist halt Chris J. schon am... Oh, der ist halt komplett in den Jungle rein. Jetzt Kommunikation. Debs muss doch darauf reagieren. Debs guckt nur in die Mitte und verliert dann das Duell. Und dann kann Chris Jay immer weitergehen. Holt auch noch PTA. Und für Lil Man ist die Runde irgendwie komplett auseinandergebrochen. Der komplett steht, der an ihm vorbeigelaufen. In einem ganz anderen Film. Der weiß gar nicht, wo er hingucken soll. Weil von überall was kommen kann. Aber Oscar ist gefallen. So, und Lil Man denkt immer noch, da oben im Haus geht was ab. Chris Jay ist schon hinter den feindlichen Linien wieder. Runde Nummer 2, wo er da einfach durch... kommt, ohne irgendwelche große Gegenwehr. Ah, Chris J. hat Bock mit der AK. Ja, und sie wollen ihn auch finden. Und Lil Man, der steht halt auf dem offenen Tablett da Richtung Kurz. Na klar, wenn du jetzt alle Waffen abnimmst. Oh, wie Lil Man das gemoved hat. Der, wenn er jetzt kurz durchläuft, im richtigen Moment. Ah, jetzt ist er gespottet worden. Den nimmt sich dann Robs noch raus. 7-3, 10 Runden gespielt. Jetzt ein Money Reset für Energy. Ist so ein bisschen der Worst Case. Weil ja nur noch 5 Runden zu spielen sind. Du kannst kaum mit dem Loser-Bonus jetzt arbeiten, bis zum Ende der Halbzeit. Ja, da kommt auch direkt der Forceball. Da hilft jetzt eigentlich nur eins. Sie müssen den Forceball gewinnen. Ja. Also so, wenn sie wirklich noch was zu melden haben möchten in dieser Partie, dann muss der Forceball jetzt wirklich gelingen. Mit Breeze erstmal nicht gelingen, der hat nur noch 42 HP. Mousebot spielt das Ganze jetzt wieder über die Mitte-Kontrolle. So, Chris J. wird Richtung Kurz eingesetzt. Ja, Robs bekommt da wieder die Öffnung oben im Haus, also da keine großen Probleme. Und es geht wieder Richtung Connector. Diesmal ist es Oscar mit Lowell, die da auf dem Vorwärtsgang sind. Und jetzt liegt es vielleicht an Peter. Was kann er hier mit der Deagle anrichten? Ja, findet den ersten, kann den zweiten hier auf nur anschießen. Ne, nicht mal anschießen. Breeze aber wieder mit der Deagle erfolgreich. Aber der hat noch 16 HP. Chris J. versucht jetzt hinterher zu gehen. Bombe auch noch mit dem Gepäck. Und jetzt muss man eigentlich nur auf Tetris finden. Oh, wie unten. Und dann ist es das Haus. Das ist halt so bitter für Lil Man. Der ist halt komplett die Teambase durch gewesen. Denkt sich, oh geil, ich snack mir die jetzt alle von hinten. Das kommt auf Reddit, ja. Und dann checkt Chris J. das nochmal. Es kann sogar sein, dass er gespottet wurde. Denn ein Spieler von Mousebots war noch hinten am B-Haus-Eingang. Und es kann sogar sein, dass Lil Man also angesagt war. Schade für Lil Man, na, machst du nicht. Für den ist gerade, der hat gerade richtig die Scheiße am Fuß kleben. Ja, und das heißt jetzt in die Eco gehen. Es geht wieder auf Mitte-Kontrolle und Chris J. nutzt wieder diese Lücke aus. Sie steht zu zweit richtig kurz. Breeze ist einfach der Revolver-Held hier. Der macht nur Pistol-Frags. Ja, es tut mir leid, die Runde ging so ein bisschen an mir vorbei. Ja, die war auch sehr, sehr schnell. Ja. Also, man ist dann einfach Richtung Connector durch und wurde halt von Breeze so ein bisschen auseinandergefischt zu zwei Leuten, aber die Refrags sitzen halt. Und da spielt man auch den Waffenvorteil aus. Also, die Runde wird Dabs hier nicht mehr holen mit der USP. Macht er nicht. Dabs. Ja, was soll er tun? Ist eine Exit-Frag-Position. Ja.
Und Lowell spottet ihn, bekommt zwar noch einen Headshot, aber mein, also, stört jetzt nicht. Also sieht schon leicht für Mausbots aus, über die Mitte. Und der Einzige, der hier irgendwie so ein bisschen gegenhalten kann, das ist Breeze, aber nur gefühlt irgendwie. Ich glaube, es ist viel Positioning, ja, dass ihm hier ein paar Vorteile gibt. Ein, zwei gute Shots haben wir auf jeden Fall schon mitbekommen. Und Breeze macht, ich glaube, er hat gefühlt 80% seiner Frags mit Pistole gemacht. Ja, und für Mausboards geht's jetzt munter fröhlich Richtung B. So, diesmal retten wir aber das Kreuz mal richtig kurz rein. Dennis kriegt das unter Kontrolle. Lilman, der wartet da vor der Smoke. Das könnte jetzt die Chance sein. Dennis bekommt sicher auf den Schirm, aber Lowell direkt mit dem Refrag. Ja, und Chris J steht schon bereit. Der blockt direkt die Kitchen ab. Kümmert sich jetzt um kurz. Das heißt, direkt zwei Positionen dicht gemacht. Und die Bombe ist gelegt und Priest erwartet im Haus. Wieder über Positioning das Ganze geregelt bei ihm. Und das ist die 3 gegen 2 Situation. Ja, Lowell kommt nochmal zum Van hinter, aber der Molotov, der zwingt ihn nochmal raus. Kleiner Hit gegen PTA. Sein Spray passt allerdings nicht. Chris J mit dem Backstep. Oh, der verrät sich, ohne einen Kill zu machen. Und jetzt muss er natürlich versuchen, an PTA irgendwie vorbeizuhüpfen. Und der trifft ihn trotzdem. 9 zu 4. Und da reicht's mit dieser Waffenrunde, dass Energy hier nochmal zurückkommen kann. 9 zu 6 wäre noch okay, aber 6 T-Runden wäre dann, ja, wäre zu wenig. So, und wenn mich nicht alles täuscht, dürfte auf dem GoTV halt kein Delay sein. Ist ja ein Offline-Event. Ja. Und dementsprechend funktioniert der Autodirector nicht, Freunde. Und deswegen, glaub mir, ist es wirklich besser, wenn ich das übernehme, auch wenn dann vielleicht nicht jeder Frag drauf ist. Ja. Aber der Autodirector. Sonst passiert gar nichts. Ja, sonst passiert halt gar nichts. Das ist halt nur. Das ist halt echt. Ja. Dann sind wir halt 24-7 auf Peter. Ja, also Hauptsache wir sehen Mausbord. Es ist halt, ja, jeder kennt es. Ich kann aus meinen eigenen Gefühlen reden. Und es ist halt sehr schwer zu observen. Marvin schwitzt schon, ich sehe schon die Pan. Mir läuft der Schweiß die Seite runter. In die Kimme. So, Breeze wieder erfolgreich. Und es ist die 3 gegen 4 Situation. So, Dennis und Oscar stehen jetzt Richtung Rampe. Lowell macht da so ein bisschen die Mitte auf. Dennis droppt die Bombe. Und es geht offensiv vor. Also Dennis will den Raum einnehmen. Peter wartet dann noch mit der AWP. Bekommt direkt perfekt den Molotov vor die Füße geschmissen. Dennis macht weiterhin den Spot hier auf. Fakli ist komplett aus dem Spiel genommen, Oscar, und da fallen sie einzeln. Peter gewinnt auch nicht das Duell. Und dann ist noch Fakli hier im 3 gegen 1. Der muss immer noch aufpassen, dass der Lowell nicht irgendwo in der Mitte rumgammelt. Der ist schon meilenweit entfernt, aber Fakli hat keine Chance. Der kommt gar nicht Richtung Spot drauf, weil sein kompletter Weg abgesperrt ist. Eigentlich nicht. Also er könnte genauso gut hier rausgehen, aber er hat sich halt früh dafür entschieden zu saven. Ein 1 gegen 3. Kann man angehen, beim Spielstand von 9 zu 4 allemal. Wenn wir aber aufs Geld von Energy gucken, nächste Runde gibt es 1400 und dann lieber die Waffe saven. Er selbst könnte vielleicht noch eine UMP legen, das wäre auf jeden Fall drin. Ja, würde die Runde vielleicht ein bisschen angenehmer gestalten, also ist der Save hier schon sinnvoll. Oscar spielt ein bisschen mit seiner AWP rum und sie sind auch nicht in seine Richtung gelaufen. Also kein Problem. 10 zu 4, letzte Runde der ersten Halbzeit. Und ja, Breeze kauft erstmal selbst. Wird da echt nicht von Fugli gedroppt. Jetzt legt doch einfach noch für Debs eine UMP. Legt doch eine Waffe, was ist da los? Oder für PTA. Ne, er kauft einen Hit. Oh, wow. Und legt doch auch aufs Konto. Also im Ernst jetzt. Echt jetzt? Was ein Anti-Mate. Das sind zwei Pistolen. Ja, oder eine UMP. Das ist ein Anti-Mate. Nee. Also das habe ich auch noch nie gesehen. Das gibt's nicht. Was ein Anti-Mate, Alter. Ach komm schon. Gut, auf jeden Fall Bombe Richtung Mitte. Man spielt wieder auf Mitte-Kontrolle. Robs bekommt wieder die Öffnung im Haus. Also er kriegt halt jede immer seine Runde raus. Bekommt der seine Öffnung im Haus. Dennis geht wieder Richtung Kurz durch, zieht einen Fokus auf sich. Das wird jetzt wieder der A-Split. Chris J aber diesmal hier komplett alle Möglichkeiten zunichte gemacht, eigentlich auf einen Retake zu gehen, aber Peter und Lilman machen das Ganze hier nochmal auf. Fakli bekommt da auch rein und Fakli mit seinem Anti-Mate-Move muss jetzt eigentlich die Runde holen. In allen Ehren, er muss die Runde machen, aber es sieht sehr schlecht aus. Bombe rotiert Richtung B rüber und jetzt sieht es an Fakli hier, das 2 gegen 1 auszuspielen. Also eigentlich hat er es nicht verdient, die zu gewinnen. Nö, eigentlich nicht, nachdem er keine Waffe gelegt hat. Nee.
Oh, mach den ersten. Den ersten halt. So, Lowell-Klatsch. Und das reicht. Er drückt ihm dann den Headshot. 11-4 für Mausbots zur Halbzeit. Gut, sie sind auf der T-Seite stärker. Hatten gestern ihre Probleme auf der CT-Seite. Das sah heute allerdings deutlich anders aus. Ich glaube, dass man da viel drüber gesprochen hat, wie der Tag gestern verlaufen ist, wo die Probleme auf der CT-Seite waren. Und es ist wirklich schön zu sehen, dass bei Mausbots auch mal so ein Schalter umgelegt werden kann. Also, dass sie sowas einfach runterschlucken und dann weitermachen können. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich gut. Das auch. Und wir gehen auch direkt in die zweite Halbzeit rein. Wichtige Pistol Round für Energy und die joggen auch erstmal direkt auf den B-Spot. Ja, da wird direkt nochmal die Umleitung genommen. Bombe wartet vor B, man nimmt die Mitte ein mit drei Leuten, schiebt sogar noch rüber. Und man versucht das Richtung Connector anzufaken, versucht jetzt hier hinten Richtung Jungle reinzukommen. Und jetzt wird man versuchen, Richtung B zu gehen. Also man versucht von drei Seiten den B-Spot anzuspielen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Pistol Round. Aber das ist halt die Lücke, die ausgenutzt wird, die Mausbots ihnen in den Jungle lässt. Breeze macht halt schon Kill Nummer 3. Haben auch Chris Jay gefunden. Breeze mit einem 4K. Und die Pistol Round geht an Energy. Die war schön ausgespielt in dem Fall. Aber möglich gemacht durch die Lücke, die halt Mausbots im Connector hatte. Weil man einfach Richtung Jungle durchgekommen ist. Breeze macht den ersten mit der Tech-9, tackert dann einfach rum. Und so geht die Runde auch für Energy. Also Mausbots da wahrscheinlich ein bisschen überrumpelt. Dann. Ja, und sie sind im Force bei. Und Dennis mit der CZ. Ja, Oscar vorne. Also wenn sie Oscar holen, vielleicht wird Unterholz nicht mehr richtig gecheckt. Ja, Dennis schon down, aber Oscar macht da einen, schießt einen zweiten Low. Und jetzt hilft Chris Jay noch aus. Ja, bei weiteren kriegt er nicht. Chris Jay kommt aber ein Sandwich rein, aber das ist gesehen worden. Robs macht hier noch gut Schaden, jetzt gegen zwei. Ein Deagle Shot, oh. Da ist noch der Headshot drin und jetzt nur noch Debs wegböllern. Und die Runde würde an Mausbots gehen. Und der ist hier gerade noch rausgejoggt. Debs, bisschen Gangster-Style, hält er da die MAC-10. Und er sieht ihn noch. Robs hat gehofft, dass er Richtung Jungle vorläuft. Er hat das versucht, mit Geduld auszuspielen. Aber Mausbots hat hier viel Schaden gemacht. Trotzdem versucht man den Forceball natürlich zu gewinnen. Da muss man nicht schön reden. Ja, Energy dadurch natürlich gezwungen, jetzt runterzukaufen. Es lohnt sich ja, fast deswegen nicht. Deswegen spielt Mausbots jetzt auch die UMP-Round. Wenn sie die halt holen. Ja, dann ist zappenduster. Peter geht. Ich glaube, sie rechnen damit nicht. Nee. Debs geht auf MAC-10. Peter spart natürlich, will sich ein Geldpolster für die AWP aufbauen. Mhm. Und sie gehen auf 3 AKs. Und das ist halt ihr Grundkapital, was sie eigentlich die nächste Runde mitnehmen müssen. Die 3 AKs sind super wichtig. So, und jetzt wissen sie, dass Oscar hier gekauft hat. Und jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt wissen sie, oder eigentlich muss der Schalter jetzt umkippen, dass Mausbots geforst hat in der Situation. Ja, PTA will sich da auch nicht weiter zeigen. Wir haben auch hier schon gesehen, dass der Nerf der UMP ein bisschen ankommt, denn das war eine Distanz für Oscar, die halt nicht so viel Vorteil hatte. Und das hier generell keine, ja, muss keine Distanz für die UMP. Aber es ist halt dann Chris Jay mit der Deagle und Lilman alleine gegen zwei. Das Gute, Lilmans Position scheint noch nicht bekannt zu sein. Man orientiert sich Richtung Mitte. Und hat auch keinerlei Informationen, ob es Richtung B geht. Deswegen Oscar Richtung B. Chris Jay hat die Distanzwaffe, kann in der Mitte bleiben, also auch gut Schaden Richtung A machen, wenn da jemand durchläuft. Lilman kann sich Zeit lassen, denn es sind immer noch 40 Sekunden, bis die Bombe gelegt werden muss. Der muss halt sehr, sehr viel checken. Und da spielt man wirklich sicher bei Mausbots. Ja, man braucht es nicht zu riskieren. Dann schickt man Oscar als Scout vor. Und lässt Chris Jay dann einfach den Frag holen. Okay, jetzt hat Lilman das Problem, Richtung B kann er nicht mehr. Dafür muss er laut steppen. Er muss nochmal zurück. Und die beiden wissen anscheinend, dass es jetzt der A-Spot geworden ist. Weiß jetzt nicht genau, woher die Info kommt. Lilman zieht nochmal rum, aber Chris Jay macht es. Und sie holen die Runde. Der Gamble geht auf, dass man jetzt nochmal gekauft hat. Und Energy will sich das nicht nehmen lassen. Debs sofort runtergekauft. Dass ich noch eine AK, UMP hinterher. Das ist jetzt halt ein Trotzverhalten. Ich weiß nicht, beim 12 es ist eigentlich die es ist die Konterrunde, weil Mausbots muss selbst runterkaufen. Na, alle kein Geld. Wir haben kein Geld.
Also das ist jetzt einfach die... Ja, das ist eine Keyround. Für NRG ist das die Runde, die müssen jetzt mit ihrem Kapital, was sie da zur Verfügung haben, arbeiten. Mousebots ist im Vorteil. Chris J ist wieder an seiner Scout, kriegt von Dennis da das Backup und Chris J mit der Titel jetzt hier unterwegs. Sie wollen die Mitte komplett einnehmen. Sie schicken Dennis wieder vor und nehmen die Mitte erstmal komplett auseinander. Sei es Richtung Connector, sei es Richtung Underground, sei es irgendwo. Also die Mitte gehört Mousebots hier in dem Fall. Und Dabs mit 99 Schaden. 99 Damage. Ja. Aber auch mit der Bombe auf dem Rücken. Und das ist halt eine solide Position von Lowell. Man hat noch Molotov, Smoke und zwei Flashes. Ja, und man muss aufpassen. Dabs hat ein HP und er hat die komplette Utility noch für das Team. Ja, wenn... Ja, genau. Also die Utility muss er raushauen, bevor sie richtig auf den Spot gehen. Aber PTA hat jetzt auch noch eine Smoke gefunden, weil sie in die Mitte reingegangen sind. So, boah, Chris Day. Ja. Einfach richtig da. Ja, ist blödes Timing. Unglückliches Timing, genau. Und jetzt könnte halt Fugly auch noch... Also sie wollen halt mit Fugly zusammenspielen. Man hätte den jetzt auch irgendwie als Faker oder so einsetzen können. Aber da ist halt Oscar. Ja, und Robs hat gerade den Step gehört. Oh, er wird vorher geholt. Und Lowell hat einen langen Verschiebeweg. Aber wird wahrscheinlich noch vor dem Plant im Connector sein. Ja, sehr, sehr knapp. Und jetzt liegt es für Lowell daran, hier die Runde aufzumachen. Der geht halt mit Vollgas vor. Der weiß, dass einer low ist. Die sind beide low. Und er zieht rum, sieht Dabs. Geht im Kreuzfeuer, macht ihn im Tränen. Dafür kriegt er die Ratsche. Auf jeden Fall. Dafür bekommt er die Ratsche. Ich meine, es ist eine 180-Grad-Deckung sozusagen. Kreuzfeuer. Ja. Und dieser eine Flash passt halt. Und da ist halt nicht direkt der Refrag, sondern er dreht sich nochmal um, gibt diesen einen Hit, der reicht. 13-6. Nochmal gerettet das Ganze. Aber auch hier wieder viel Schaden von Energy. Und deswegen direkt wieder gekauft. Zusätzlich dazu, dass man in der Runde 2400 plus Bombenplant bekommt. Ja, reicht dann halt nochmal wieder für so eine UMP-Runde mit AK. So, und für Mousebots ist das natürlich jetzt die Chance, hier langsam aber sicher das Game dicht zu machen. NRG hat wieder ein bisschen Loser-Bonus. Und es geht Richtung Ramp raus und da steht Robs bereit und er macht Schaden. Und er ist bekannt und sie werden da unten Richtung Rampe aufgehalten und Robs, der pusht einfach durch, der kennt da gar nichts. Was war das denn für ein Move? Den hat er in der FBA gelernt. Nee, es war... Aber das war ein super... Nein, es war natürlich ein super geiler Move. Die Gegner laufen raus, er macht zwei Kills und merkt, okay, die trauen sich nicht. Ja. Aber irgendwann werden sie so oder so kommen und er versucht das Timing abzupassen. Sogar eine Flash angefordert, denn der Gegner, der sich zurückgezogen hat, war blind. Das war gut zusammengespielt von Mousebot. Ja. Eine Kleinigkeit, die schnell gecallt werden muss. Das sind Dinge, die sehen einfach aus, aber sind extrem schwer, sowas halt als Team zustande zu bringen. Und das passt beim Ausbau. Und er läuft halt dem Spieler noch in den Rücken rein. Das war halt super gut von ihm da gespielt. Und so schnell reagiert auch von Mousebot. Ja, und das heißt, für NRG wird das Eis dünner. Sie müssen wieder in den Forceball gehen. Und sie haben keine Waffen. Und Mousebot eigentlich mit einem komfortablen... Ja, mit der komfortablen Situation hier jetzt. Komfortable Führung. Mehr als doppelt so viele Runden wie Energy. Und man sieht auch, wie Energy immer mehr Respekt hat. Mitte wird nur abgezielt. Man versucht ein bisschen was Richtung Action, aber auch im B-Haus geht's nicht nach vorne. Und jetzt baut man sich halt wieder für A auf, obwohl das in der letzten Runde halt überhaupt nicht funktioniert hat. Gut, man muss nicht unbedingt davon ausgehen, dass Robs wieder so weit vorne steht. Das Problem beim Argo ist, der ist leicht ausgeführt, aber kündigt sich halt extrem früh an. Also, und das wird wohl ein Standard-Go. Nee, es wird ein Fake. Es wird ein Fake. Also Breeze und Dabs. Aber da war Chris J dann oben. Und der hat gerade die wichtige Information gesammelt. Das heißt, der Go, der jetzt auf A kommt, der wird scheißegal sein. Und man sieht auch, dass Robs sich da nochmal bewegt hat. Und Energy entscheidet sich um. Dadurch, dass sie erkannt wurden, müssen sie das Ganze umstellen. Und das könnte zu Chaos führen, aber den A-Spot haben sie eingenommen und ich glaube, jetzt weiß Mousebots nicht mehr genau, was abgeht. Sind erstmal auf dem B-Spot versammelt, 17 Sekunden und das reicht für Fugly. Jetzt hat Mousebots mitbekommen, dass es Richtung A geht. Die geben jetzt auch B komplett auf. Peter schiebt jetzt hier einen Connector und die Bombe ist die ist default geblendet.
Und für Robs wird es jetzt sehr, sehr schwer da zusammen mit Oscar. Oscar muss halt den Spieler in der Mitte machen. Peter macht das sehr gut. Robs muss jetzt hinterhergehen. Sehr schön ausgespielt. Jetzt können sich beide sammeln im Connector und gemeinsam noch den Retake spielen. Sie haben noch zwei Flashbangs dabei, die sie einsetzen können. Debs wartet hier im Kreuz zusammen mit Fakli. Fakli muss einfach nur versuchen, Zeit rauszuholen. Debs ist jetzt der Taktgeber. Der muss versuchen, das Ding hier dicht zu halten. Oscar mit dem ersten 16 HP noch. Er muss halt an den Diffuse gehen. Und Debs, der wartet. Der wartet einfach nur ab, er hat den Spieler gesehen und er bekommt den Schuss. Das reicht nicht. Die AWP kann er durchbringen. Ja, und die Runden vorher waren so teuer. Die waren so verdammt teuer, dass Mousebots nicht viel Geld hat. Aber trotzdem investieren sie nochmal. Ja, UMP und bei Robs, komm, schnapp dir die Deagle. Es ist die 5-7. Wahrscheinlich eine positionsbedingte Wahl der Waffe. Ich vermute, dass Robs jetzt wieder weiter nach vorne an die Action gehen wird, genau. Und Debs hier diesmal allein. Flash nach vorne. Gute Flash. Robs bekommt ihn. Nimmt die AK mit, geht sogar nochmal auf Informationssuche. Peter da komplett aus dem Game genommen. Und Dennis geht Richtung Mitte vor. Also man versucht mit dem wenigen Equipment, was man hat, oder beziehungsweise mit dem Force, versucht man halt echt offensiv vorzugehen. Lowell wird da nicht richtig geflasht, findet den ersten, kann er noch einen zweiten machen, dafür reicht es nicht. Spot jetzt offen, aber Chris ist schon rübergezogen. Und das reicht nicht. Es reicht nicht. Und Oscar schießt. Was macht Oscar denn? Er hat, glaube ich, gedacht, er wäre tot gewesen. Aber das ist halt bitter. So, Peter rennt da jetzt rein. Ja, das ist bitter. Ich glaube, Oscar hat echt gedacht, dass er tot war, aber es war eine lange Distanz für die UMP und die UMP macht da halt nicht mehr so viel Schaden. Das ist halt wirklich gerade dieser Nerf gewesen. Ja. Wie sicher sich Oscar war, dass er jetzt umfällt, das gibt's nicht. Danke, Volvo. Ja, man merkt, der Nerf hat schon gewisse Ausmaße auf diese lange Distanz und es ist nicht schlecht. Man wünscht natürlich was anderes, aber wir geben uns auch mit den kleinen Dingen des Lebens zufrieden. Ja. Nein. Du kennst nicht die Regel von Zombieland. Wie ist der Film Zombieland? Ja, freu dich über die kleinen Dinge. Ja, genau. Ja, doch. Ja, siehst du, freu dich doch drüber. Besser als nichts. Auch wenn sich CSGO aktuell wie ein postapokalyptisches Spiel anfühlt, weil es einfach nicht mehr gepflegt wird, gefühlt, gebe ich mich nicht mit den kleinen Dingen zufrieden. Ich will den richtigen UMP, dass die Waffe teurer wird und nicht mehr so viel Killbonus hat und dementsprechend halt nicht mehr das Money Management so beeinflusst. Ach ja, es ist für Energy vielleicht nochmal der Anschluss. Für Mousebots. Naja, der Anschluss dauert noch ein bisschen. Ja, vielleicht schaffen sie es nochmal. Aber dafür müssen sie die Runde erstmal hier gebacken bekommen. Robs und Chris J. Ja, wieder dieses aggressive Action-Pushen, ja. Bringt Mousebots auch ein bisschen Sicherheit an der Stelle. Ja, weil sie können eine Position komplett ausschließen. Debs lässt sich da irgendwie immer überfahren. Ja, warum jetzt nicht Oscars AWP? Weil die geht auch krasses Investment, nochmal ein Hit. Boah. Lässt sich da auch nicht vernaschen, der Blick ins Haus. Oscar nach vorne, sodass er in der Deckung ist, aber nicht mit Lilman. Der hat vorher noch den Spieler am Van geholt. Und man steht Richtung K. Man steht Richtung K. Und das ist die Chance für Lowell zuzuschlagen. Jetzt nur noch Lilman. Und er muss es jetzt alleine machen. Und Robs hat die MAC-10. Und wenn er jetzt die Eier auspackt, stark, aber dann kriegt er einfach den Aim-Punch und das ist gut gespielt von Lilman in der Situation. Aber sie checken halt das K nicht und das ist die Chance für Lowell im perfekten Timing rumzuziehen, einen Spieler mitzunehmen, die Runde nochmal aufzumachen. Das war wieder sehr teuer für Energy. Das war halt auch gut von Oscar. Ja, das also war diesen super gut diesen gespielt. Zweiten Frag in die Richtung, direkt der Blick nach oben. Und als er merkt, er verschießt, der Gang nach vorne, weil dadurch wird der Winkel nach unten immer spitzer und Lilman muss nach vorne laufen, um den zu machen. Das Krasse ist, dass Lilman halt vorher den Frag noch gegen Van oder Richtung Spot gemacht hat und sich dann direkt auf Oscar konzentrieren kann. Im Ende war es ein 4K, also ohne Lilman wäre es hier doch sehr düster für Energy geworden. Ja, und Mousebots muss halt jetzt erstmal gucken, dass sie das Geld wieder zum Rollen bringen, bevor sie dran denken können, die Runde hier wirklich safe zu holen. Ja, und sie brauchen Geld. Ziel ist es natürlich, hier Schaden zu machen. Und das gelingt hier LOL nicht. Chris J hier auch schon gefallen. Und es sind nur noch Robs und Oscar. Mal gucken, was die beiden hier noch machen können. Einmal 5-7, einmal Deagle. Absolut blind. Oscar und ja, der wird jetzt auch überpusht. Da will man ihm einfach auch nicht die Chance geben, noch irgendwas zu machen mit der Deagle.
Und jetzt ist es Robs Richtung Kurz. Und der rennt voll in die AWP rein. Und das ist das 10. Ründchen für Energy. Ja, die hatten gerade bei dem Split ein sehr gutes Timing. Also Kurz und House gleichzeitig vorgekommen. Für Robs gab es da echt gar nichts zu machen. Ist für Mousebots. Ja, jetzt natürlich die Sache, ich würde noch nicht von einem Choke sprechen. Mousebots hatte jetzt geldtechnisch einige Probleme. Haben auch in den Ecos bewiesen, dass sie halt viel Schaden machen können. Oder diese Teil-Ecos, die sie dann hatten. Jetzt sieht es halt mal wieder gut aus mit dem Geld. Und jetzt muss es halt sitzen. Jetzt muss eine Umstellung kommen, die funktioniert. Spielt weiter aggressiv und ist wieder Breeze, der anfängt. Dennis smokt ein bisschen spät ab, aber Robs hat vorher noch den Frag gegen Debs machen können. Und jetzt hat Dennis natürlich erstmal den Vorteil. Aber Lilman wieder, der ist gerade die Action rausgekommen. Und deswegen muss Oscar sich da jetzt eigentlich hinorientieren. Und der ist gerade noch gespottet worden. Und das ist jetzt eigentlich für Lilman die Gelegenheit. Der schießt nochmal daneben, aber Dennis verteidigt sich noch gut im Connector. Jetzt allerdings wieder gefunden worden. Und jetzt kann PTA noch von der Seite reinfallen. Oscar nicht gesehen, Lilman jetzt alleine. Der holt Oscar, legt die Bombe. Und das ist doch immer sehr viel Zeit. Also eine ganz, ganz schnelle Runde. Schöne Flash, nur trifft die ihn noch selber. Und Lilman muss das jetzt hier natürlich klatschen und das schafft er nicht. Und den Molotov, den kann Lowell natürlich noch abwarten, denn die Bombe tickt noch nicht so lange. Oh, das ist die 15. Runde für Mousebots. Aber wir haben in der zweiten Halbzeit kaum Runden gehabt, die wirklich eindeutig gelaufen sind, wenn wir Waffen gegen Waffenrunden hatten. Und das einzige Team, das jetzt was zurücklegen konnte, ist Energy. Das heißt, Energy Runde verloren. Und trotzdem sieht das vom Equipment her jetzt ein bisschen besser aus als bei Mousebots. Das war eigentlich wieder gut gespielt von Lilman. Er hat es eigentlich. Der dreht gerade richtig auf. Ja, er konnte auch nichts anderes machen. Er musste halt auf die Verstärkung eigentlich vom Connector warten, die nicht nachkam, weil er immer auf Dennis war und Lowell. Das heißt, sie kommen nicht durch und Lilman wartet und wartet und wartet. Sein Team kommt nicht nach. Und wiederum, er muss dann halt irgendwann reagieren und macht die Runde nochmal auf. Also, es war gut gespielt von ihm, aber alleine läuft es halt nicht. Und dann ist es Lowell, der halt auch im HP-Vorteil ist. Und Lowell diesmal, ja, nicht mehr im HP-Vorteil. Der frisst Schaden. Und Dennis direkt wieder offensiv Richtung Mitte. Also man schwärmt halt aus und versucht direkt die Mittekontrolle beim Mousebot zu halten, wie man es halt in den letzten Wochen sehr oft sieht. Wirklich auf diese aggressive Mittekontrolle. Die Flash war jetzt nicht so gut von Priest. NA-Flash. Aber vielleicht überzeugt er wieder mit seinem Aiming. Ja, ich meine, Dennis, wenn er die Position hier oben hat, braucht er das Backup von Oscar. Im Normalfall müsste Oscar jetzt Richtung Underground zielen, aber erstmal kümmern sie sich darum, in der Mitte mehr Kontrolle aufzubauen. Das ist schon sehr viel Kontrolle, die sie haben. Und Oscar sieht Underground frei. Er unterstützt jetzt lieber Robs, der die ganze Zeit alleine den A-Spot gehalten hat. Und das konnte Mousebots vor allem machen, weil sie vorher immer die Kontrolle an der Action aufgebaut haben. Deswegen kann man sich auch, konnte man sich ziemlich sicher sein, dass Energy das erstmal nicht anspielen wird. Oscar hat jetzt den einen Frag gemacht. Robs wird hier unten rausgezwungen. Im besten Fall bekommt er gleich noch eine Support-Flash. Und die ist da. Es war aber, glaube ich, eine verunglückte Flash von Energy, die da reinkam. Oscar macht halt noch die nächsten. Nur noch Buggy. Einen holt er, 4 HP. Und das ist es gewesen. 16 zu 10. Mousebots ist durch, aber das waren sie auch schon vor dem Match. Ja. Und vor allem ist Energy draußen keine einzige Map hier auf den Pro League Finals geholt. Und ja, da können sie den Heimweg nach Las Vegas antreten, denn das war leider gar nichts.